Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft T3C Parcours. In der letzten Folge sind wir hier unten in der Eishöhle, nenne ich es mal, stehen geblieben. Und machen uns hier mal dran, dass wir die schaffen in dieser Folge. Es ist ja so ein bisschen böse immer, aber denk mal, das schaffen wir. So, ist da noch? Achso. Nur ein normales Schild. Ist ja mittlerweile schon so ein Running Gag hier quasi, dass immer hier Gewitter ist, sobald die Aufnahme gestartet wird. Den Diamant nehmen wir uns natürlich mit. Put a lever for the Mini-Checkpoint. Okay, das hat direkt geklappt. Sehr schön. Und zur Not hätte ich zweimal quasi den anschalten müssen. Sprinting on ice is faster, but may cause you to overjump. Ja, hat er natürlich vollkommen recht. Darum springen wir ein bisschen zeitnah, um das auszugleichen. Ich glaube, ein normales Gehen und Springen wäre da nicht gut genug gewesen. Aber wir werden es hoffentlich nicht herausfinden müssen. Schön sneaken da. Okay, der Checkpoint geht auch direkt. Sehr schön. Ist gar nicht, woran das manchmal liegt, dass wir den Schalter häufiger umlegen müssen oder eben nicht. Naja, ist auch egal. Hauptsache, wir gucken immer, dass es funktioniert. Und damit sind wir auch schon in der nächsten Stage. Und zwar in der 11. Ich habe leider schon wieder komplett vergessen, wie viele Stages es überhaupt hier gab. In dieser Challenge. Aber das macht ja auch nichts. So. Da hatten wir das gerade fast mit dem Overjump. Aber wir haben es ja noch ganz gut unter Kontrolle. So. Hier auf den nächsten drauf. Da ist schon wieder so ein Hinweispfeil. Und wir haben ersten Mini-Checkpoint. Ich finde es immer noch cool, dass er die einbaut. So. Zack. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir um Ecke springen. Aber das ist ja auch kein Problem für uns. So. Und dann jetzt nochmal die Weiten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier wieder ein Mini-Checkpoint. Und die Wand ist auch weggegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es hier noch irgendwo versteckten Diamanten gibt. Aber es sieht bald nicht so aus. Warte mal, habe ich hier verkackt? Soll ich hier gar nicht hin? Achso, warte mal. Ja, aber so ist es einfacher. Okay, kurz ein bisschen lost gewesen. Aber wir haben es ja wieder gefunden. So, recht frühzeitig anfangen zu springen. Dass wir den Sprint zwar mitnehmen, aber nicht zu weit springen. Genau. Bringt es was, wenn wir da drauf landen? Nee. Ich dachte gerade, ob man da eventuell vielleicht noch eine Kiste kriegt. Aber dann müssen wir wohl einfach da unten ins Loch rein. Und das schaffen wir auch. Sehr schön. Checkpoint und Stage 12. Jetzt gucken wir noch einmal hier gerade. Das sieht nämlich sehr verdächtig aus. Echt? Nix? Okay. Ich dachte, wenn man hier hinten schon hinspringen kann, dann wird es hier bestimmt was geben. Okay, da wurden wir verarscht.
So. Das war ein bisschen knapp, da habe ich gemerkt, dass ich gut an der Kante hängen geblieben bin. Oh, da sind wir nicht gesprungen. Ist ziemlich doof, wenn ihr mich fragt. Dafür machen wir jetzt hier einen krassen Speedrun raus. Oh. Sprinten wir hier einfach ganz entspannt. Können ja besser versuchen, mit Sneaken uns hier festzuhalten. Jetzt, dass wir nachher zu kurz springen. Oder? Und da haben wir unseren nächsten Mini-Checkpoint. Okay, der klappt auch direkt. Sehr schön. Hier um die Ecke. Hier drauf. Ich bin übrigens momentan am Überlegen. Das ist ja so ein Assi. Das ist ja so ein Assi. Aber wir haben hier zumindest den Mini-Checkpoint. Okay. Der hat uns gerade richtig verarscht. Achso, genau, was ich sagen wollte. Ich bin am Überlegen, ob ich nach der Adventure Map hier vielleicht nochmal eine Minecraft Season mache. Quasi als Ersatz für die Adventure Map. Quasi um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Jetzt machen wir mal hier Taktik. Ah. Wir können nämlich auf Blöcken, die eine Druckplatte haben, wenn ihr da seitlich entlang lauft, werden die nicht ausgelöst. Aber dafür muss man natürlich clever genug sein und das hinbekommen. So. Das ist die Frage, würden wir von da aus was kriegen? Nee, ne? Nee, okay. Dann machen wir es auch gar nicht erst probieren. Das hätte man sich vielleicht vorher angucken können und feststellen können, dass das Quatsch ist. Aber egal. Hui. So, gibt's hier irgendwas Schönes? Nee. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Aber ja, wir haben eine Secret Stage gefunden. Nur noch einmal kurz gucken, wo müssen wir hin. Oh? Bin ich doof? Keine Antwort. Okay, was ist die Strat hier hinter? Hier kommen wir zum... Ah. So. Ich wollte gerade sagen, wo können wir denn überhaupt noch lang springen? So. So. Da ist noch ein Block. Und nämlich sagen, bis hin, das wäre ein sehr harter Sprung. Also ist das doch schon ganz gut machbar. Danke, dass er uns mit der Druckplatte auch wieder verarscht. Aber ich habe mir gedacht, da kann eigentlich nichts mehr großartig passieren. Ich sage bewusst eigentlich. Na, wer weiß, was hier noch für ein Quatsch für uns vorbereitet ist. So. Ja, langsam mal wieder Zeit für einen Mini-Checkpoint. Sage ich nicht, weil ich irgendwie Angst habe, runterzufallen, sondern eigentlich genau deswegen. Und es wird auf uns geachtet, oder es wird auf meine... Es wird meiner Bitte nachgegangen.
Da war direkt der Mini-Checkpoint. So, hüpf, hüpf. Ah, gerade ein bisschen knapp. Ja, einmal lang. Noch ist ja alles gut machbar. Huch. War mal schon wieder fast zu schnell. Noch direkt hier schräg rüber, ne? Sollen wir auch wahrscheinlich. Also wir hätten auch hier rüber gekonnt, aber so ist das ein bisschen einfacher für uns. Und wir wissen ja, weil einfach einfach ist. So. Hier probieren wir mal über die Ecke da drauf zu springen. Hat nicht geklappt. Wir müssen in den Wasserfall hier rein. Probieren wir aber nochmal, weil das da echt so aussieht, als wenn da irgendwie was wäre. Oh. Okay. Gefühlt 5 Jahre lang gebraucht, um anzuvisieren, um das anzupeilen, wie ich hier stehen muss, um dann einfach runterzufallen. Geil. Ja, das war auch wieder zu nah dran. Okay, ein Versuch gebe ich dem noch. So. Sind wir hier ganz an der Kante. Ziehe mal so einen ganz kleinen Ticken weiter nach rechts. So. I managed to get here even though the pistons are too... I appreciate your remarkable effort, but there's absolutely nothing here. Echt? Was eine Verarsche. Also da habt ihr es übrigens gesehen, wenn da so ein einzelner Block ist mit einer Druckplatte drauf, wenn ihr ganz außen seid, dann wird er nicht aktiviert. Ich find's echt frech, dass da gar nichts ist. Außer dieser dumme Text da. Aber ja, das merke ich mir. Dafür habe ich 3 Versuche benutzt. So. Okay. Aber nur ein Gang nach unten. Oder ein paar Blöcke nach unten, muss man ja eher sagen. So. Und damit haben wir die Stage auch geschafft. Sehr schön. Und so wie es aussieht, haben wir auch die Challenge geschafft. Sehr schön. Achso, okay. Weiß jetzt, wo wir sind. Sind quasi in der Level-Auswahl oder in der Stage-Auswahl. Sind wir natürlich wahrscheinlich perfekt in die falsche Richtung gegangen. Ah ne, hier Exit. Müssen wir echt hier noch hochklettern? Es ist hier die Secret-Stage noch. Die gar nicht so secret ist, aber... ihr wisst, was ich meine. Wir wollen zum Exit. War echt so weit nach unten gejumpt? Naja, egal. Wir haben die Challenge geschafft. Das ist alles, was zählt. So, die 21. Na, wir sind scheinbar hier bei McDonald's, aber wir müssen den Eingang noch finden. Und der wird dann wahrscheinlich hier sein. Ja. Orchard Mall. Okay. Extreme. Ja, das kann dann ja was werden. Note, Shops names are censored due to copyright issues. Okay, dann ist das so. So. Dann gehen wir in
Ja, Stage 1 rein. Kiste ist leer. Imagine the bookshelf is a clothing racks. Ah, hier gibt's doch einen. Echt nicht? Okay. Bin extra nochmal runtergesprungen, weil ich mir sicher war, dass da irgendwo ein Diamant versteckt sein wird. Da habe ich gerade nicht beachtet, dass da was über unserem Kopf ist. Aber wir wissen es ja jetzt. Einfach sprinten und im letzten Moment. Ich dachte irgendwie, hier geht auch was auf. Aber egal. Sprinten und im letzten Moment springen. Oh, Money Changer. May earn a profit from speculation. Okay, meint ihr jetzt hier quasi, wenn man zwischen den Währungen hin und her tauscht, dass man dann maybe mehr Geld hat? Kann natürlich sein. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen zu MACD, Pünktchen, 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 Lilz, in der nächsten Folge rein. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.